Ja, ihr Lieben, letzte Video für dieses Jahr. Herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters, das letzte Video für 2022. So, und wir machen mal ein Real Talk Video. Und das hatte ich dieses Jahr ja ein einziges Mal gemacht. Und das war nicht so erfreulicher Anlass, aber der Anlass hat sich reguliert. Mir geht's gut, ich bin gesund, wisst ihr ja alle, das ganze Jahr ist gut gelaufen. Also von der Seite aus keine Probleme mehr. So. Lass uns mal ein bisschen über das Jahr 2022 sprechen. Was ist so passiert? Was haben wir so gemacht? Und ja, wie ist es? Wie habe ich es empfunden? Wie ihr es empfunden habt, kann ich natürlich nicht wissen. Ich kann euch nur sagen, wie ich es empfunden habe. Also das Jahr 2022 war ganz schön was los. Ich habe auch mal ein paar harte Fakten hier mir mal rausgesucht, um mal zu gucken, wie das so alles auf dem YouTube-Kanal war und bei Facebook war und so weiter. Es ist erstaunlich, was so an Zahlen dabei rauskommt. Ich habe nämlich mal versucht, so mal ein bisschen zu recherchieren, was so alles sich dahinter so ein bisschen verbirgt. Und da bin ich schon echt verblüfft, was da so für Zahlen rausgekommen sind. Die sage ich euch gleich. Wir haben viele Videos gemacht dieses Jahr. Wir haben über 25 Videos gemacht dieses Jahr. Wir haben bei YouTube oder ich sage immer wir, aber ich bin es ja eigentlich letztlich alleine. Wir haben dieses Jahr, oder ich habe dieses Jahr über 25 Videos gemacht, also im Schnitt 2 im Monat. Es sind über 1000 Abonnenten dazu gekommen dieses Jahr. Das ist schon super, also das freut mich sehr. Wir sind jetzt bei über 5100 irgendwo. Das finde ich für das Nischenprojekt schon ganz gut. Oder, jetzt muss ich niesen. Oh. Das finde ich für die Nische schon sehr gut. Vespa ist halt kein großes Massenthema, sondern eher ein kleines Nischenthema bei YouTube. Aber umso erstaunlicher finde ich tatsächlich die Zahl, die dabei rumgekommen ist. Es sind die Videos, die ich gemacht habe, sind insgesamt 1,7 Millionen YouTube-Besuchern vorgeschlagen worden. Also das heißt, wenn du auf YouTube gehst und fängst an, so ein bisschen rumzugucken, dann wurden meine Videos 1,7 Millionen Menschen vorgeschlagen. Und davon sind über eine Viertelmillion Video-Views zustande gekommen. Insgesamt genau, ich guck mal, 273.000 und ein paar kleine Menschen haben meine Videos gesehen dieses Jahr. Und das ist schon bemerkenswert. Da weiß ich allerdings nicht, wie lang, sondern da steht nur drin, so und so viele Leute haben sich deine Videos angeguckt dieses Jahr. Also insgesamt über eine Viertelmillion Menschen haben. Und wenn es nur eine Sekunde oder 5 Sekunden war, aber auf jeden Fall mal meine Videos angeklickt. Das finde ich schon eine sehr überragende Zahl, weil das kommt eigentlich auch so nicht rüber. Das merkst du so nicht und das siehst du auch nicht, wenn du da versuchst, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Da musst du schon echt suchen. Und ja, das war schon erstaunlich, als ich diese Zahlen gesehen habe. Und die nächste erschütternde Zahl, also positiv erschütternde Zahl, über 20.000 Stunden Videomaterial von mir wurden gesehen. Also 20.000 Stunden haben Menschen damit verbracht, meine Videos zu gucken. Das ist schon bemerkenswert. Also dafür von meiner Seite aus mal echt herzlichen Dank. Wer auch immer die Videos guckt, das ist einem nicht immer so klar, wenn man das macht. Ich merke dann, oder was besonders dieses Jahr passiert ist, was die Reichweite angeht von meinem YouTube-Kanal, bin ich wirklich überrascht gewesen. Auf der Custom Show haben wir ja die Möglichkeit gehabt, uns ein bisschen zu treffen und zu unterhalten. Ich habe die ganze Custom Show so gut wie mich überhaupt gar nicht vom Stand weg bewegt und habe sehr, sehr viel gesprochen mit euch da draußen. Es kam super geiles Feedback. Dafür möchte ich mich bedanken, weil das ist dir einfach auch nicht bewusst. Ich mache die Videos so, wie ich Bock habe und glaube, was euch interessieren könnte. Und am Ende des Tages ist es dann schön, wenn das Feedback dann tatsächlich so positiv ausfällt. Das war schon bemerkenswert. Also die Custom Show beim SCK, das war, was das Feedback anbelangt und die Interaktion mit euch, das war schon echt cool. Also hätte ich so nicht mit gerechnet. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir ein bisschen miteinander sprechen oder dass der ein oder andere mal was wissen will oder wir überhaupt über YouTube oder sonst irgendwas sprechen oder über die Roller. Aber das war schon viel. Und es haben mir auch viele tatsächlich gesagt, dass sie mich nicht angesprochen haben, weil ich im Gespräch mit anderen Leuten gewesen bin. Also von der Seite aus, egal wo wir uns treffen, ihr könnt mich gerne jederzeit ansprechen. Und wir können uns da gerne unterhalten, da habe ich überhaupt gar nichts gegen. Also von der Seite her freue ich mich da eigentlich, wenn ich da auch mal ein Feedback kriege. Wenn wir gerade bei der Custom Show sind, das war schon dieses Jahr auch das größte Highlight für mich. Die Custom Show in Köln vom Scooter Center,
nachdem wir jetzt so viele Jahre zu Hause gesessen haben und haben überhaupt nichts machen können außer Schrauben und man konnte sich nicht begegnen, man konnte nicht mit anderen Leuten in irgendeiner Form interagieren, wenn, dann war es nur sehr begrenzt möglich. Und was da los war auf der Custom Show, das war wirklich unfassbar und hat mir aber auch gezeigt, wie sehr ich viele von euch auch extremst vermisst habe und viel verloren gegangen ist in den 2 Jahren. Was man dann wieder aufgeholt hat, als man sich dann getroffen hat, es waren so geile Roller da, es waren so geile Leute da. Die Custom Show war in einer unfassbaren Qualität, wie ich es lange nicht erlebt habe. Und das Scooter Center hat für mich ganz persönlich mit dieser Custom Show auch einfach einen Benchmark gesetzt, vielleicht sogar europaweit. Und ich hoffe sehr, dass das Scooter Center diese Art Custom Shows versucht weiter beizubehalten. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Ich weiß, dass es unfassbar viel Geld kostet. Und was es für ein logistischer Aufwand ist und auch ein personeller Aufwand ist, was das Scooter Center da betreibt, das ist schon bemerkenswert. Und meine Unterstützung, das wisst ihr ja, hat das Scooter Center sowieso in jeder Form, auch aufgrund der wirklich vielen Jahre Zusammenarbeit. Ich glaube, es sind jetzt 25 Jahre, seitdem ich beim Scooter Center bestelle. Ja, müssten jetzt 25. Oh Gott, so, ich bin so ein alter Mann. Na gut, anyway. Aber das war für mich so echt das Highlight dieses Jahr. Das Ganze ging dann auch weiter so bei Facebook. Ich habe mir das auch mal aufgeschrieben, weil das kannst du dir alles gar nicht merken. Das Thema Facebook haben wir dieses Jahr über 32.000 Follower geknackt. Das ist wirklich wahr. Also wir haben 32.000 Follower bei Facebook. Das geht immer so ein bisschen unter, aber es ist schon sehr, sehr viel. Allein im Dezember, das konnte ich wirklich nicht fassen, ich habe es mir aufgeschrieben, allein im Dezember haben 53.492 Menschen meine Beiträge auf Facebook gesehen. Über 53.400 Leute haben nur im Dezember meine Facebook-Beiträge gesehen und im gesamten Jahr, jetzt haltet euch fest, haben meine Beiträge bei Facebook 1,1 Millionen Menschen gesehen. Das ist schon Brett, wenn du dir vorstellst, wenn du dann einen Post machst oder ein Bild machst oder irgendwas auf Facebook schreibst, weil du einfach glaubst, ey, ist cool, da freuen sich ein paar Leute drüber. Und im Jahr 2022 haben das 1,1 Millionen Menschen gesehen. Aus allen Ländern dieser Welt. Unfassbar. Im Schnitt haben tatsächlich meine Beiträge, also das konnte ich tatsächlich herausfinden, im Schnitt haben fast 10.000 Menschen jeden Beitrag von mir gesehen. Also wenn ich da reinschreibe, ich habe Fußpilz oder mir wächst ein Haar am Knie, sehen das ca. 10.000 Menschen. Muss man sich mal klar machen, was das für eine Social-Media-Reichweite ist. Was ich aber auch geil finde, ist, dass es augenscheinlich so viele Menschen gibt, die dieses Thema interessiert. Und das war mir so nicht klar. Und jetzt, als ich mich mal, Facebook hat ja viel umgestellt auch dieses Jahr. Ich habe auch viele Follower tatsächlich verloren, weil das mit den Gefällt-mir-Angaben und mit den Followern getauscht wurde. Also da ist einiges auf der Strecke geblieben. Wer nicht geliked hatte, der und nur Gefällt-mir gedrückt hatte, der konnte auf einmal meine Seite nicht mehr sehen. Ich habe da viele Rückfragen von Leuten gekriegt, die sagten, hör mal, gibt es deine Seite nicht mehr? Da sage ich, doch, meine Seite gibt es noch. Und dann habe ich festgestellt, dass die Leute wohl, Facebook hat da was im Algorithmus geändert und war furchtbar scheiße und viele haben da einfach auch den Kontakt zur Seite verloren. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile reguliert. Das finde ich schon einfach bemerkenswert. Und auf Instagram sind es jetzt knapp 1700 Follower. Ich bin auf Instagram jetzt nicht so aktiv, aber selbst auf Instagram haben wir 1700 Follower. Wenn man diese drei Medienportale mal zusammenrechnet, ist das schon eine unfassbare Social-Media-Reichweite. Und dann ist diese ganze kleine Vespa-Welt dann doch nicht mehr so klein, finde ich. Also da sollte man dann doch schon mal bedenken, da greifen ja auch weltweit Leute auf meinen Account zu, was das für eine Reichweite ist. Also finde ich tatsächlich bemerkenswert. Ich muss mal gerade die Seite hier ändern. Ich habe nämlich noch ein bisschen was geschrieben. Ja, was ist dann noch sonst noch so passiert? Wie gesagt, wir haben viel Videos gemacht. Dieses Jahr gab es tatsächlich wenige Videos zum Thema zu Besuch bei. Da kommt aber im nächsten Jahr noch einiges. Da habe ich mir fest vorgenommen, ein bisschen unterwegs zu sein. Dieses ganze Thema zu Besuch bei wird ja auch an anderer Stelle sehr gern angenommen und auch entsprechend in der Vespa-Welt, ja, ebenso promotet auf anderen Kanälen. Finde ich sehr, sehr geil. Wenn man damit so ein bisschen Initialzünder war, finde ich das ganz cool, dass dieses Thema
so gut angekommen ist, dass das andere Kanäle auch machen. Finde ich richtig gut, weil es ist einfach auch ein Blick hinter die Kulissen. Aber da wird nächstes Jahr tatsächlich noch ein bisschen mehr kommen. Aktuell habe ich noch ein Riesenthema auf der Agenda, nämlich das Custom-Projekt für 2023. Mir ist aufgefallen, dass es jetzt der Onyx auch schon wieder 3,5 Jahre alt ist und ich tatsächlich so im Rhythmus zwischen 3 und 5 Jahren immer mal wieder den Spleen gekriegt habe, einen Custom-Roller zu bauen. Den wird es 2023 auch geben. Ob ich den bis Sommer fertig kriege, weiß ich nicht. Ich werde es versuchen. Ich habe ein paar coole Ideen im Kopf, die ich verwirklichen möchte. Sehr, sehr interessante Ideen. Dazu will ich eigentlich noch nicht ganz so viel verraten, aber ich werde mich, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, da elektrisch an diesem Roller austoben. Nicht mit Motor, sondern mit ganzen anderen elektrischen Scheiß, was man so an einem Roller verbauen kann. Motor wird wieder irgendein lustiges Spaßgerät werden. Also da wird für 2023 noch eine Menge Content auch kommen. Und auch aufgrund dessen hat sich auch bei meinem Fuhrpark ein bisschen was getan. Der Mr. Grey, das ist der Roller, der mir von der Hebebühne gekracht ist, wo der Lenker abgebrochen war. Der fährt mittlerweile in der Nähe von Aachen. Den hat einer meiner besten Freunde gekauft und ist damit ziemlich glücklich. Der ist also weggegangen. Wer aktuell noch da ist, das ist der Kuda, der Onyx und der Frogger. Wobei der Onyx auch gehen muss. Was einfach da an der Tatsache liegt, ich habe das Custom-Projekt für 2023 vor der Brust und ich brauche einfach Geld, um das zu bauen. Und da ich dann auch so viele Roller hier habe, dann muss das eine Projekt gehen, damit das andere Projekt dann ins Leben gerufen werden kann. Also der Onyx muss gehen, nicht weil er doof oder kacke ist oder weil er keinem von uns, also mir oder meiner Frau, nicht gefällt, sondern ich muss einfach Platz schaffen und Ressourcen schaffen, damit ich das nächste Projekt bauen kann. Das ist einfach alles eine Frage zwischen Daumen und Zeigefinger. Und da würde ich gerne das Geld wieder reinvestieren, was ich in diese Karre gesteckt habe. Von daher, wenn jemand Bock auf den Onyx hat, er steht augenblicklich zum Verkauf. Jetzt, Stand heute, ist er auch noch da. So. Das heißt, es werden immer so im Schnitt 4, maximal 5 Roller hier im Hause sein, mit denen ich was mache. Und da werden wir dann für 2023, halt wie gesagt, was Neues bauen. Dann, was sich gestern gerade noch ergeben hat, ist, dass ich ein sehr, sehr cooles Gespräch mit dem Erich hatte, mit dem EGIG. Und der gesagt hat, warum baust du mal kein Small Frame? Und ich gesagt habe, Small Frame ist jetzt 30 Jahre her. Ich bin Small Frame gefahren von 1990 bis 1993 und ich hasse Small Frame eigentlich. Ich finde die Performance, die Dinger liefern, richtig geil, aber das Schrauben an den Karren, das war mir immer echt zuwider. Was einfach daran liegt, dass ich kleine, dicke Wurstfinger habe und keine 25 Gelenke in den Unterarmen, dass ich da gut reinkomme in die Karre. Das hat mich genervt. Und das 93 habe ich mir geschworen, ich schraube nie wieder an Small Frame. Aber gerade auch explizit in den letzten 10 Jahren ist in diesem Bereich wirklich viel passiert. Erich meinte so, lass uns doch mal was machen. Und da muss ich dann sagen, dann reizt es mich dann doch, mal in diesen Bereich reinzugucken. Also das heißt, es wird für 23 auch ein Small-Frame-Projekt geben. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Entwicklung angucke, die in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat, habe ich so gar keinen Plan mehr von Small-Frame. Das heißt, auch für mich heißt es dann, da muss ich mich dann echt reinfuchsen und auch gucken, dass ich mit Menschen spreche, die das die letzten 10 Jahre aktiv betrieben haben, die mir mal ein paar Infos geben können. Denn mein Wissensstand ist einfach uralt. Und uralt meine ich wirklich uralt. Und da muss ich einfach auch mir mal ein paar Infos ziehen von ein paar Jungs, um zu schauen, was da geht. So, das wird auch noch kommen. Und was haben wir? Ich gucke mal gerade nochmal auf die Zettel. Was haben wir noch so? Custom Show, ja. Was vielleicht auch noch interessant ist, ich habe dieses Jahr tatsächlich über 50 SI-Vergasermotoren eingestellt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass eurerseits tatsächlich so viel Bedarf und Interesse nur an dem SI-Vergaser ist. Und da habe ich dieses Jahr, übers Jahr hinweg, wirklich 50 Motoren gemacht. Da waren auch durchaus viel meine Motoren dabei. Aber es ist wirklich was zusammengekommen und da ist es auch erstaunlich gewesen, wie viele oder wie viel Leistungsspektren ich da gesehen habe von wirklich guten Motoren, gut laufenden Motoren, nicht so gut laufenden Motoren und wie viel man da auch mit dem SI-Vergaser noch machen konnte. Also da ist wirklich eine Menge passiert bei den SI-Vergasern und ich denke, da wird auch nächstes Jahr eine Menge bei rumkommen. Der eine oder andere wird vielleicht auch Bock haben, vorbeizukommen. Also ihr könnt gerne vorbeikommen und eure Karre hier auf den Prüfstand stellen und dann helfe ich euch beim Abstimmen des Vergasers.
Interessant, ich habe auch mal nachgeguckt, was ich so an Leistungen auf dem Prüfstand hatte. Der Roller mit der größten Leistung war tatsächlich der Cuda. Wobei der von letztem Wochenende, der Roller vom Metin, auch sehr, sehr nah dran war. Aber der Cuda war tatsächlich der Brocken mit der meisten Leistung. Steht gerade hier neben mir. Ja. Und der Roller mit der geringsten Leistung, also der Cuda hatte knappe 45 PS und der Roller mit der geringsten Leistung, das war meine TX mit 11, irgendwas PS. Das war der Roller mit der geringsten Leistung. Das war eine Standard 200er. Der Roller oder der Motor aus der TX mit den 11 PS, der Standardmotor, der fährt jetzt im Frogger mit sage und schreibe 24 PS und 26 Newtonmeter mit Malossi Sport. Also Brot und Butter Tuning-Paket, was ich immer da sage. Ne? Das ist schon amtlich. So ein paar Komponenten getauscht und dann hat die Karre auf einmal statt 11 24 PS. Jetzt macht er auch Spaß. So. Zum Thema Custom Show wollte ich nochmal sagen, da auch nochmal danke an all die Zuschauer, die den Cuda auf den zweiten Platz gewählt haben, beim beliebtesten Roller von allen Besuchern. Das hat mich wirklich sehr gefreut, dass der Cuda bei euch so gut angekommen ist. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil einfach so unfassbar viele geile Roller da waren. Und ich glaube, die Auswahl war so riesig und auch die Qualität so hoch, dass ich da tatsächlich sehr stolz drauf bin, dass der euch so gut gefallen hat. Natürlich bin ich auch stolz drauf, dass der den ersten Platz bei Best Vespa Racer gemacht hat. 2016 habe ich noch den zweiten Platz gemacht hinterm Jan mit seiner Meyer Machine, mit dem Prinz Porno. Das ist auch schon wieder 6 Jahre her. Okay. Also ihr seht, ist eine Menge passiert in den letzten Jahren. Und ja, dieses Jahr war es dann mal der erste Platz. Mal gucken, wenn die nächste Custom Show kommt, was ich bis dahin nochmal so auf die Beine gestellt habe. Das war so im Groben das, was noch so übrig blieb. Der nächste große Schritt für mich ist jetzt auch in den letzten Monaten passiert. Ich habe das immer mal wieder angekündigt bei Facebook, wenn ich live gegangen bin. Es kommt dieses Jahr noch ein großer Brocken auf uns zu und der große Brocken ist jetzt tatsächlich gekommen. Zum 1.1. habe ich wieder oder öffne ich wieder die Tore für euch alle. Das heißt, ab dem 1.1. wird es die Firma Savage Scooter wieder für die Öffentlichkeit geben. Das heißt, ihr könnt mir tatsächlich schreiben, wenn ihr Motoren habt, die kaputt sind, Motoren, die repariert werden müssen, Tuning gemacht werden soll, ausschließlich für PX und Large Frame. Alles andere würde zu viel gehen, würde zu weit gehen und dafür gibt es auch genug andere Experten, gerade Small Frame und Wide Frame. Ich konzentriere mich tatsächlich auf die PX-Motoren, also das heißt, ab dem 1.1. stehen die Türen wieder offen für euch alle und ich habe das Ganze jetzt wieder so außerhalb von YouTube, weil die Anfragen wirklich, ihr habt so viele Anfragen an mich gerichtet und ich musste einfach auch so viel von euch absagen und vertrösten und konnte gar nicht so viel machen und gewährleisten und ich werde immer noch sehr selektiv arbeiten müssen, weil ich einfach auch nicht die Ressourcen habe, aber ab 1.1. kann es losgehen, da könnt ihr mir dann gerne die Bude einrennen. Ich blende euch jetzt eine E-Mail-Adresse ein, da könnt ihr euch dann hinwenden und anschreiben, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr irgendwas gemacht haben wollt. Ich baue allerdings keine Custom-Roller, sondern nur Motoren und kümmere mich ausschließlich um Motoren. Ich glaube, in der Zeit, wo ich die PX-Garage in Nienburg hatte, war das noch ein bisschen anders, aber ich glaube, ich möchte da meinen Fokus hinlegen und möchte einfach mich ausschließlich auf den Motorenbau und auf das Abstimmen von Motoren konzentrieren. Also, ihr seid willkommen. Wenn ihr Bock habt, dann meldet euch bei mir und dann kriegen wir sicherlich für das nächste Jahr was hin. Das war's. Also, das war zum Abschluss des Jahres nochmal ein bisschen Real Talk und nochmal ein bisschen so aus der stillen Kämmerlein geplaudert. Ihr seht gerade, ich sitze gerade hier in meinem Büro. Eine Änderung habe ich tatsächlich auch noch. Aber das machen wir später. Das ist jetzt noch nicht spruchreif. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Das wird noch 3, 4, 5 Monate dauern. Aber das machen wir später. Ist jetzt noch nicht ganz so spruchreif. Kommt noch. Das war's für 2022. Es war ein tolles Jahr. Es hat Spaß gemacht. Es war ein aufregendes Jahr. Für mich aufregendes Jahr. Also von fast den Löffel abgeben im Krankenhaus. Über
Jetzt, bis zu jetzt, zu diesem Zeitpunkt, war alles dabei, Höhen und Tiefen, Erfolge, Misserfolge, Katastrophen, große, kleine, mittlere. Das, die ganze Bandbreite des Lebens hat auch bei mir zugeschlagen. Und war aber ein spannendes Jahr. Ich habe viele nette Menschen, tolle Menschen kennengelernt, viele von euch kennengelernt. Würde mich freuen, wenn das so weitergeht. Und was mich auch völlig erstaunt hat, ist, dass ich an Orten angesprochen werde, von Menschen angesprochen werde auf meine Videos, von denen ich das auch nicht geglaubt hätte, und an Orten, an Tankstellen, in Geschäften, in Fastfood-Restaurants, wo du nicht damit rechnest. Das freut mich sehr und das macht mich auch ein bisschen verlegen, weil ich nicht damit rechne, aber ich wirklich cool finde, wenn die Leute mich dann ansprechen und sagen, hey, du machst doch die YouTube-Videos, und zeigt mir dann auch immer ein bisschen, dass es tatsächlich gesehen wird. Und das, darum mache ich es ja. Ne? Ich mache das jetzt nicht, um euch da den Erklärbär zu geben, sondern einfach nur, um ein bisschen zu entertainen und ein bisschen ja, Zeit zu vertrödeln, wenn man mal nichts anderes vorhat, eine Mittagspause oder, ja, weiß ich nicht, abends mal vorm Rechner sitzt oder vorm Handy sitzt oder auf der Toilette. Es gibt ja, ich habe viele gehört, die sagen, hey, wenn ich aufs Klo gehe, nehme ich das Handy mit und gucke deine Videos, bis mir die Beine einschlafen. Das ist wirklich, es gibt Leute, die haben mir gesagt, die gehen zum Kacken mit ihrem Handy und gucken meine Videos, bis die Beine einschlafen. Also auch das gibt's. Wenn das dafür gut ist, freut mich das. Ich finde es lustig, unbedingt weitermachen. Manchmal ist das auch der einzige Moment, wo man seine Ruhe hat am Tag. Von daher glaube ich, ist es das ein gutes Abschlusswort gewesen. Das war das letzte Video für dieses Jahr. Es hat mir viel Spaß gemacht dieses Jahr. Und ich habe noch eine Menge Ideen für nächstes Jahr. Manchmal kann ich auch nicht alles immer umsetzen der Ideen, weil die Zeit ein bisschen fehlt und weil auch das Geld fehlt. Ich habe das ja schon das ein oder andere Mal gesagt, ich muss halt auch alles immer mehr zusammensparen, um mir diese Sachen kaufen zu können. Da ist leider niemand, der mir hier in die Halle kommt und mir Geld in den Raum schmeißt und sagt, hier, hast du Geld, mach mal was. Das ist leider nicht so. Sondern das ist oftmals, leiden auch manche Projekte, weil einfach nicht genug Kohle da ist. Aber das geht ja nicht nur mir so, es geht ja auch euch so. Und deswegen müssen halt Roller gehen, um neue Projekte zu finanzieren. Ist ganz normal. Es gibt auch viele, die das nicht gut finden, die sagen, ey, du kannst den Roller doch nicht verkaufen, wenn du den gebaut hast. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Und ja, ist halt der Lauf der Dinge. Ne? Das eine ist fertig, das Projekt, das kann dann gehen und dafür machen wir ein neues Projekt. Und so, sonst hätte ich keinen Content, den ich liefern könnte. Ne? Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sind wir durch für dieses Jahr. Ich wünsche euch eine wirklich überragende Weihnachtszeit. Ich wünsche euch Ruhe und Entspannung. Ich wünsche dass das Jahr in aller Ruhe zu Ende geht, dass ihr viel Spaß habt mit euren Liebsten, mit eurer Familie, dass ihr für nächstes Jahr schon die ein oder andere geile Idee habt, die ihr umsetzen wollt, dass wir uns nächstes Jahr auf den entsprechenden Events sehen und dass wir gemeinsam Zeit verbringen, wenn wir uns sehen, dass wir quatschen, dass wir Spaß haben dass wir dieses Hobby einfach so leben, wie wir Bock dazu haben. Denn ich habe wirklich Bock dazu und für mich ist Vespa fahren was ganz Besonderes. Das ist es schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten und eigentlich seitdem ich 15 bzw. 16 bin, verfolgt mich dieser italienische Scheißeimer. Und das wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen so weitergehen. So, also genug gesabbelt. Danke fürs Zuschauen. Danke für 2022. Und danke für eure ja, treue Gefolgschaft bei Facebook, bei Insta und bei YouTube. Ich würde mich über ein Abo freuen. Ich würde mich über ein Like freuen. Ich würde mich über einen netten Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns frisch, fromm, fröhlich, frei. Wie Theo Lingen mal sagte, im Jahr 2023. Also, macht's gut.